Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wizard 101. So, ich soll jetzt in... Wohin? Optio... Agenors Lager. Ich soll jetzt irgendwas... holen, ne? Ich weiß... Oder irgendwen holen? Ich glaube, irgendwen holen. Bin mir jetzt da wieder nicht sicher. Aber ist egal. Wir kriegen's hin. Who's this? An intruder! Let me get to my claws around you. Wer ist da? Ein Eindringling? Dich kriege ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. So, was bist du denn? Oh, Ballons. Das ist so übel. Und Eis. Ha, wartet mal. Okay, ich brauche ja jetzt hier meine Prismen nicht. Dann sollte ich doch noch mal ein paar Feuerzauber reinmachen. Habe ich nur... Den, ja, okay. So, wartet mal. Okay. Ich glaube, das wird schon richtig übel. Nee, wartet. Die mache ich wieder raus. Ich hatte doch vorhin irgendwie... Gehilfen habe ich drin. Ja, komm, dann nehme ich noch die Krake rein. Wobei... Ach, ich weiß auch nicht so genau. Ja, okay, komm. Ist egal. Achso, wie viel Leben hast du denn? Weiß ich gar nicht. Du bist Rang 9. Das wird übel. glaube ich. Oh, da ist ein Buch. Ach, ihn muss ich befreien, ne? Nehme ich mal an, hier, den da hinten. Okay, 2, 8 hat der. Ach du Scheiße. Okay, ich werde schon mal die verstärken. Und hau schon mal einen kleinen Babyzauber darauf. So, schauen wir mal, wie weit ich komme. Aber ich finde, der sieht hier irgendwie bossartiger aus als der hier, ne? Ah, der hat einen Turmschild gekriegt. Leco. Mio. Na super. Na super. Ich habe nicht eine Klinge, ne? Das ist so übel. Aber wenigstens kritisch. Okay, er ist schon mal weg. Das ist gut. Okay, eine Fee brauche ich jetzt auch nicht. Ja, komm, jetzt kann ich... Tja. Ich mache mal eine Fee weg. Die wird mir zum Verhängnis wahrscheinlich. Kritisch. Oh, fuck. Ach, kritisch ist immer beängstigend. Okay. Ich werde einfach mal die verstärken. Dann nehme ich mir mal eine Klinge. Ich glaube, ich brauche mal ein Kartenspiel, womit ich mehr Karten... des gleichen Stückes verwenden kann, weil ich habe erstmal nur 4. Ach, jetzt brauche ich den Triton ja eigentlich auch nicht, ne? Ach, wartet mal, ist ja ein viel zu großer Zauber jetzt. Ach, scheiße. Ja, komm, ich mache erstmal hier Feuerschild weg. Ach, und Turmschild. Oder auch nicht. Okay. Ganz tief. Oh.
Jetzt habe ich aber keinen kleinen Zauber. Mach mal die Fee weg. Dann verstärk noch mal die. Komm, ich passe einmal. Vielleicht kriege ich meinen Zauberstab, damit ich das Turmschild da wegkriege. Nee, kriege ich nicht. Okay, aber dafür eine Klinge. Ja, Klinge, genau. Man versucht hier, was man kann. Okay, der bereitet sich auch gut vor. Okay, dich nehme ich jetzt weg. Dann mache ich jetzt einfach mal hier meinen Ring rum, meinen Aura-Ring. Okay, jetzt liegt er los, ne? Alter! Okay. Gut, aber genau das wollte ich jetzt haben. Mit kritisch, sehr gut. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Turmschild weg. Oh no. Ah, der hatte nur einen Pip, ne? Okay, 90. Das geht noch. So, was hatten die für minus 50? Also die Hälfte. Ja gut, komm. Ich leg den jetzt rauf, ist egal. Ah, wieder verpatzt. Ja, komm, ich nehme mal den. Ich habe den noch nicht gesehen, glaube ich. Oh, wow. Das ist ein Zauber von meinem Haustier. Komm, mach ihn fertig. Kritisch. Ja, okay. Was hat er jetzt gemacht? Ah, das ist ein Rundenzauber. Oh, wie cool. Ein Rundenzauber. Ich hätte mich mal aufladen sollen, oder? Mein Haustier schläft nämlich. Ja, 261 macht er auf jeden Fall weg. Das ist gut. Ah, der hat 4 Pips. Oh, leco mio. Ah. Kritisch geblockt. Ja, ich habe kritisch geblockt. Tue ich auch ab und zu mal. Okay, Triton. Sturmfürst. Gib alles. Ich habe zwar minus 50 hier, ne, bei dem Gegner, aber vielleicht klappt das trotzdem. Ich habe kein Leben mehr. Ich muss gewinnen. Ah, ich habe gewonnen. Sehr gut. Oh, das war aber wieder knapp. The crustacean drops a big piece of stone. It looks familiar, like it belongs to the portal back in the Celestia base camp. Der Christianer lässt einen großen Stein fallen. Er kommt dir bekannt vor. Er sieht so aus, als gehöre er zu dem Portal im Celestia-Basislager. Okay, sehr gut. Wir nehmen uns erstmal das Buch. The chariot races across the skies, a sign of travel and victory in battle. Der Prunkwagen zieht über die Himmel. Ein Zeichen der Reise und des Sieges in der Schlacht. Luminaries or leaders ride in chariots, so it is a sign of nobility and favor. Große Könige und Herrscher fahren im prunkvollen Wagen. Der Wagen ist somit ein Zeichen des Adels und der Gunst. Von welchem Wagen reden die? Hier ist kein Wagen. Aber ich muss erstmal mit dem reden hier. Mit Rutherford West. I heard the sounds of a duel and wondered if the cavalry was on its way. Huzzah! Ich habe Kampfgeräusche gehört und mich gefragt, ob die Kavallerie unterwegs ist. Hurra! I hate to leave my work unfinished though, but I'd best get going now that the coast is clear. Es gefällt mir gar nicht, meine Arbeit unfertig liegen zu lassen, aber da die Luft jetzt rein ist, mache ich mich besser auf den Weg. Ja, thanks once more for your help. Terrible fright that.
I thought I'd never be free. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Was für ein Schreck. Ich dachte schon, ich käme nie frei. However, there is still valuable work to be done. And I'd be eternally grateful if you could help me with it. Aber es müssen noch wichtige Arbeiten erledigt werden und ich wäre dir mehr als dankbar, wenn du mir dabei helfen könntest. Could you find a particular stone tablet downstairs and make a rubbing of it? That should do nicely. Könntest du unten nach einer bestimmten Steintafel Ausschau halten und einen Abdruck von ihr nehmen? Damit sollte es gehen. Here's a piece of crayon and some paper. You'll know the tablet when you see it. Be thorough. Hier hast du einen Wachsstift und etwas Papier. Du wirst die Tafel sofort erkennen, wenn du sie siehst. Arbeite mit Sorgfalt. Alles klar, mein Freund. Das kriege ich hin. Hoffentlich. Ich habe kaum noch Lehm. Ich darf jetzt in keinen Kampf geraten. Ich könnte auch eine Flasche nehmen, ne? Guck mal. Voll die Kuppel hier, ne? Wahnsinn. Nee, wartet. Moment. Wie komme ich denn jetzt hier? Ach, da. Jetzt habe ich mich fast gefragt, wie ich hier wieder runterkomme. Oh Gott. Mache einen Abdruck von der Steintafel, ja. Oh oh. Okay, die gehen da hoch. Oh, ist das übel. Ist das hier ein übler Bereich? Aber ich bin hier irgendwie falsch. Oder? Nee. Ah. Gott. Ah. Steintafel. Ah, wartet mal, ich gehe mal hier lang. Da ist noch ein bisschen Mana für mich. Nicht Mana, sondern die Irrlichter. Also die Lehmirrlichter. Ach, das ist die Steintafel hier, alles klar. Nee, ist die nicht. Ach, hier ist die Steintafel. You follow West's instructions and make a rubbing of the inscriptions on the strange stone tablet. Du folgst West's Anweisungen und machst einen Abdruck der Inschrift auf der seltsamen Steintafel. Die ist ja wirklich seltsam. Kann ich davon ein Bild machen? Ja, kann ich. Sehr gut. Bild aufnehmen. So. Okay, jetzt, warte mal, sprich mit Rutherford, aber wartet mal, hatte ich nicht noch eine andere Quest irgendwie? Rutherford? Achso, das... Ah, okay, ich dachte, ich muss wieder mit dem Dalton reden oder so. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt zum Beobachtungsposten. Ich meine, wir sind ja im Beobachtungsposten. Ich glaube, wir müssten jetzt ins Basislager, ne? Ich glaube, ja. So. Ach, da steht er. Hi. Very nice work there. I should be able to translate this in a jiffy. Sehr gute Arbeit. Das sollte ich im Handumdrehen übersetzt haben. I think I have it. If I had only thought to bring a copy of the Stone of Mazaroth, then I'd be sure of the translation. Ich glaube, ich hab's. Wenn ich nur eine Kopie des Steins von Mazaroth mitbekommen hätte, dann wäre ich mir mit der Übersetzung sicher. That said, I believe the tablet confers some sort of water-breathing ability upon those who touch it and read the instructions. Ich glaube, dass die Tafel einem die Fähigkeit zur Wasseratmung verleiht, wenn man sie berührt und die Anweisung darauf befolgt. The words are in ancient Celestian, but as a wizard, you should have no trouble remembering strange incantations in ancient languages. Der Text ist in der uralten Sprache der Celestianer verfasst, aber als Zauberin solltest du keine Schwierigkeiten haben, die seltsame Zauberformeln in uralten Sprachen zu merken.
Oh, der hat keine Ahnung, da liegt der Junge. Der hat keine Ahnung. Es ist aber jetzt tatsächlich die einzige Quest hier. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja, sieht so aus, ne? Die anderen sind alle Drachenfels noch und so. Oh Gott, ich muss unbedingt mal mein Buch... Oha! Gott. Ach nee, du warst ja kein Gegner. Huch, Gottes Willen. Erschreckt mich doch nicht so, Robbies. Okay, also ich muss anscheinend nicht mit Dalton reden. So, jetzt schickt er mich wieder dahin, ne? Glaube ich. Lass mich durch. Na, ich laufe aber auch komisch. Ah nee, ich muss zu dieser Tafel wieder. Okay. You speak the Celestian words, and as you do, you feel a strange change coming over you. The feeling soon passes, and you feel normal again. Du sprichst die celestialischen Worte und verspürst eine sonderbare Veränderung in dir. Das Gefühl geht aber rasch vorüber und du fühlst dich wieder normal. Ach komm, jetzt muss ich mit Dalton reden. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich mit ihm reden. Dann laufen wir einfach mal dahin. Ja, ich fühle mich hier irgendwie so einsam. Ist denn jemand online? Nee, ne? Nee. Ich nehme heute auch wieder zur unmöglichen Zeit auf. Ich habe nämlich heute frei. So. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt zu dem Dalton kommen. Dalton müsste doch da oben sein, ne? In diesem einen Raum. Aber die Muschel nehmen wir uns noch mit. So. Da ist er. Robbie, lass mich durch. There you go. You should be able to go anywhere down here, dome or no, without risk of drowning. Bitte sehr, jetzt kannst du hier unten überall hingehen, ohne zu ertrinken und dorthin, wo es keine Kuppen gibt. Even though the Celestians devised a means of breathing underwater, they still weren't able to save their world. Pity that. Die Celestianer haben zwar einen Weg gefunden, unter Wasser zu atmen, doch sie waren nicht in der Lage, ihre Welt zu retten. Sehr bedauerlich. We can't thank you enough for your assistance. You came at a time when things are at their worst. Unser Dank für deine Unterstützung kann gar nicht groß genug sein. Du kommst in Zeiten, in denen die Dinge wirklich schlecht stehen. In the time since Plunkett sent the distress call, things for our expedition went from bad to much, much worse. Seit Plunkett die Notrufe absetzte, wurde die Lage für unsere Expedition immer schlimmer. As you might have sussed out, we're still reeling from the recent crustacean incursion. We did nothing to provoke them either. Wie du vielleicht schon bemerkt haben wirst, lecken wir hier immer noch unsere Wunden vom letzten Überfall der Krustianer. Und dabei hatten wir sie in keiner Weise provoziert. Is there any way you can go to the grotto and speak with Rupert Fleming? He and his team suffered the brunt of the attack. Besteht vielleicht für dich die Möglichkeit, in der Grotte mit Robert Fleming zu sprechen? Er hat mit seinen Leuten das meiste abbekommen. Ja, das könnte ich machen. Aha, jetzt geht's in die Grotte. Wartet mal, ist es denn immer noch im Beobachtungsposten? Ja, die Grotte, genau, ist immer noch im Beobachtungsposten. Alles klar, shit. Oh, hier ist noch eine neue Quest wieder. Now, for something to adhere the scrap metal into the leaks. I've got a paste mix, but nothing oily to mix it with. Jetzt muss ich die Lecks irgendwie mit dem Altmetall abdecken und abdichten. Ich habe damit begonnen, dafür einen Klebstoff zu mischen. Es fehlt aber noch etwas Öliges. If only I had some oil. Wenn ich nur Öl hätte. Oh, I have an idea. Sea creatures secrete oil. If you could defeat some of them and collect their fish oil, I could use that. Oh, ja, ich habe eine Idee. Meereskreaturen sondern Öl ab. Wenn du ein paar von ihnen besiegen und ihr Fischöl gewinnen würdest, könnte ich das benutzen. Can you go collect at least 3 measures of fish oil from some wild sea creatures? Voltic eels or wingfish will do. Könntest du bitte mindestens 3 Maßeinheiten Fischöl von den vulkanischen Aalen oder den Schwingfischen besorgen? Ja, könnte ich machen. Und hier habe ich auch noch eine Quest gesehen. I say, could you lend me a hand here? Könntest du mir vielleicht etwas zur Hand gehen? Kitchen. Edward Kitchen, Chief of Security for the Expedition.
pleased to meet you. Kitchen, Edward Kitchen. Ich bin in dieser Expedition für die Sicherheit verantwortlich. Freut mich, dich kennenzulernen. No, don't blame me for this mess. I was just appointed when our prior security officer quit. I was the cook. Oh, ich bin nicht für dieses Chaos verantwortlich. Ich wurde erst Sicherheitschef, als mein Vorgänger kündigte. Eigentlich war ich der Koch. Now I'm somehow meant to devise a defense against the crustacean attacks. And I've no idea how they even use those spear things they wield. Jetzt soll ich eine Verteidigungsstrategie gegen die Angriffe der Krustianer entwickeln. Dabei weiß ich noch nicht mal, wie sie diese Speerdinger benutzen. Could you be a chum and thrash a few crustacean shellbreakers and bring back those weapons they carry? Könntest du mir den Gefallen tun, ein paar krustianischen Panzerbrecher in den Panzer zu brechen, um mir dann ihre Waffen zu bringen? Be certain to pay close attention to how they use them, so you can teach me. That way I can defend against them. Bitte achte auf jeden Fall darauf, wie sie sie benutzen, damit du es mir beibringen kannst. Dann weiß ich, wie man sie gegen sie verteidigen kann. Okay. So, gut. Ich denke mal, ich muss sowieso mal gegen die alle kämpfen. Also von daher ist es ganz okay, wenn ich jetzt da so ein bisschen die Questen annehme, ne? Gut. So, jetzt gehen wir erstmal zur Grotte. Aber ein ganz schön weiter Weg, ne? So. Einmal rein hier. Da haben wir wieder Robbie. Einmal Robbie und wieder zurück. Okay. Ich quatsch mal im Blödsinn. So, wo ist denn die Grotte? Wieder da hinten. Ah, ich muss doch nicht wieder da rein, oder? In diese Felsspalte oder wie die heißt. Was ist das hier eigentlich für ein Teil? Ah! Okay, Teleporter. Okay, 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 ich habe verstanden. Ach, hier ist die Grotte. Hier drin. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. In der nächsten Folge gehen wir mal hier in die Grotte. Ich vermute mal, wir müssen hier ein bisschen schwimmen. Wird bestimmt sehr, sehr interessant. Gut, macht es gut. Habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.